Hallo Freunde! Viele denken, dass die USA und Russland mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt sind. Tatsächlich sind sie aber viel näher beieinander, als man denkt. Denn inmitten der Beringstraße liegen die beiden Diomedes-Inseln. Die Insel Ratmanow gehört zu den Russen und die Insel Krusenstern zu den Amerikanern. Die Entfernung zwischen ihnen beträgt nur knapp 4 Kilometer. Und im heutigen Video erfährst du, warum es einen ganzen Tag dauert, diese Strecke zu überwinden, was ein Eisvorhang ist und wie die Einheimischen dort leben. Die Inuit begannen vor über 3000 Jahren, die Diomedes-Inseln zu besiedeln. Und die Ehre, dieses kleine Fleckchen Erde zu finden, gebührt dem berühmten russischen Reisenden Semjon Desnew. Im Jahr 1684 entdeckte er die Meerenge zwischen Asien und Amerika, die später nach Bering benannt wurde. Desnew berichtete als erster über die beiden dort befindlichen Inseln und sie wurden 1728 bei der Expedition von Vitus Bering wiedergefunden und dann später im Jahr 1732 kartiert. Durch den Lieutenant der Flotte des russischischen Kaiserreichs, Otto Kotzebue, erhielten sie bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts moderne russische Namen. Da Alexander II. Gerade Geld brauchte und er Alaska als relativ nutzlos ansah und zu teuer, um sich darum zu kümmern, verkaufte er kurzerhand 1867 Alaska an die USA. Die Russen erhielten für den Deal mit den Vereinigten Staaten quasi nur einen Apfel und ein Ei, nämlich 7,2 Millionen US-Dollar. Denn zum Vergleich, ein einziges dreistöckiges Gebäude in der Innenstadt von New York, welches um 1870 gebaut wurde und als Tweed Court bekannt ist, kostete die New York State Treasury fast doppelt so viel, wie die Regierung für ganz Alaska ausgab. Die Fläche von Alaska ist nur etwas kleiner als das Territorium von Libyen, welches das 16. größte Land der Welt ist. Seit dem Verkauf von Alaska verläuft die Staatsgrenze zu Russland zwischen den Diomedes-Inseln. Diese Veränderung machte den Einheimischen zunächst keine großen Sorgen, denn die Bewohner der Beringstraße betrachteten sich immer als ein Volk. Und bis 1948 fuhren Familien, die auf verschiedenen Inseln lebten, ohne Probleme hin und her. Doch als sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Beziehung zwischen den UdSSR und den USA verschlechterten, wurde diese Grenze geschlossen. Und wie es in solchen Fällen oft der Fall ist, leiden die einfachen Menschen aufgrund solcher Politik am meisten. Das Militär ließ sich auf der Insel Ratmanow nieder und die Bevölkerung musste nach Sibirien umsiedeln. Und natürlich wurde keine Einstimmung von den Einheimischen eingeholt. Deshalb erhielt diese Grenze den Spitznamen Eisvorhang, ähnlich wie der Eiserne Vorhang. Doch im Laufe der Jahre begann der sogenannte Eisvorhang allmählich zu schmelzen. Am 7. August 1987 durchschwamm die amerikanische Schwimmerin Linnie Cox, die zuvor den Ärmelkanal, die Magellanstraße durchschwamm und das Kap der Hoffnung umrundete, diese Strecke von der amerikanischen zur sowjetischen Insel und wieder zurück. Obwohl die Wassertemperatur nur 6 Grad betrug, bezwang sie die Strecke in nur 6 Stunden. Und die beiden Präsidenten, Mikhail Gorbatschow und Ronald Reagan, beglückwünschten sie für diese Leistung. Und dies wird oft als ein Symbol für das Ende des Kalten Krieges angesehen. Dann, 1989, unterzeichneten die Länder ein Abkommen über das gegenseitige Reisen. Doch endgültig brach der Eisvorhang erst 2015 zusammen, als die USA alle restlichen Formalitäten durchführten. So konnte die indigene Bevölkerung aus Alaska Verwandte in Chukotka besuchen und umgekehrt. Um die Grenze also zu überschreiten, musste man eine Einladung von Verwandten aus einem dieser Gebiete erhalten und so war der Besuch für 90 Tage erlaubt. Doch ob sich diese Auflagen mittlerweile geändert haben, ist schwierig zu sagen. Wie bereits erwähnt, sind die Diomedes-Inseln durch eine wirklich lächerliche Entfernung voneinander getrennt, 3750 Meter. Aber wenn man sich wie ein Zeitreisender fühlen möchte, ist das eine großartige Gelegenheit. Denn diese beiden Inseln sind durch die internationale Datumsgrenze getrennt und liegen in unterschiedlichen Zeitzonen. Die Zeitverschiebung beträgt 21 Stunden, wobei die Russen den Amerikanern voraus sind. Deshalb wird die Insel manchmal auch als die Insel von morgen
und die Insel Kruzestern als die Insel von gestern bezeichnet. Diese merkwürdige Tatsache wurde von Zuschauern im März 2021 dank eines TikTok-Bloggers entdeckt, indem er erklärte, dass man von den USA nach Russland einfach gehen könnte. Auch wenn er ein bisschen geschummelt hat, denn mittlerweile bilden sich nicht mehr so häufig Eisdecken. Aber das Video ging viral. Es wurde über 1 Million Mal aufgerufen und die Medien berichteten auch darüber. Die Besonderheit der Inseln regt die Fantasie an. So kann man zum Beispiel 2-mal im Jahr seinen Geburtstag feiern oder zuerst auf der Insel Radman auf Neujahr feiern und dann in der Zeit zurückreisen und nochmals auf der anderen Insel feiern. Doch schade ist nur, dass das Reisen zwischen den Inseln nicht so einfach ist. Heute gibt es auf der Insel Radmanov keine ansässige Bevölkerung, nur das Militär. So traf 1941 die erste Einheit von Grenzschutzbeamten ein. Auf einem Dampfer aus Wladiwostok wurde ein Holzhaus, ein Lagerhaus sowie Waffen, Lebensmittel und Kleidung gebracht. Das Leben in dieser Region ist hart. Der Winter dauert 9 Monate. Und man muss nicht nur niedrige Temperaturen, sondern auch starke Winde ertragen. Außerdem ist die Insel an 300 Tagen im Jahr in dichtem Nebel gehüllt. Deshalb fliegen Helikopter nur alle 2 bis 4 Monate, um Lebensmittel und Post auszuliefern. Und auf der Insel dienen nur Vertragssoldaten. Und immerhin genießen sie etwas Zivilisation wie Fernsehen und Telefon. Auf der Insel Kruzestern, oder wie die Amerikaner sie nennen, Little Diomede Island, gibt es kein Militär, sondern nur eine einzige Siedlung. Und wenn man sie aus großer Höhe betrachtet, hat man das Gefühl, dass es einer der abgelegensten Orte der Welt ist. Dort lebt eine bescheidene Eskimo-Gemeinde von etwas mehr als 100 Menschen, sowie etwa 30 Gebäude, die in den 1970er und 80er Jahren gebaut wurden. Aber trotz des bescheidenen Äußeren hat die Siedlung eine Wäscherei und eine Arztpraxis. Es gibt auch eine Schule mit dem Blick aus dem Klassenzimmer auf die russische Insel. Weiters gibt es eine Bibliothek, einen Hubschrauberlandeplatz und eine Satellitenschüssel für Fernsehen, Telefon, Fax und Internetzugang. Der Einkaufsladen auf der Insel beschränkt sich auf eine kleine Menge an Lebensmitteln, Getränke, Kleidung, Schusswaffen und Munition. Alles andere muss per Post bestellt werden, welche im Winter nicht so oft vorbeikommt. Wie in vielen anderen Siedlungen der Ureinwohner Alaskas ist der Einfuhr und Verkauf von Alkohol verboten. Strom wird von Dieselgeneratoren geliefert und Wasser für den Winter wird aus einer Bergquelle entnommen, aufbereitet und in einem riesigen Reservoir gespeichert. Aufgrund des Permafrosts ist es schwierig, Rohre unterirdisch zu verlegen, sodass die Bewohner das Wasser händisch tragen müssen. Und die Jobs auf der Insel beschränken sich meist nur auf die Siedlung selbst. Das Postamt, die Schule, das Krankenzimmer. Trotz der relativ hohen Lebensmittelpreise sind die Inuit, die bereits an gekauftes Essen gewöhnt sind, nicht so stark von der Jagd und dem Sammeln abhängig. Aber einige von ihnen sammeln immer noch die Eier des Seevogels Murre. Sie jagen außerdem Walrosse und stellen Souvenirs her, welche auf dem Festland Alaskas beliebt sind. Das durchschnittliche Jahreseinkommen einer Familie auf der Insel beträgt etwa $25.000, was aufgrund der hohen Preise jedoch nicht sehr viel ist. Denn zum Beispiel eine Packung normales Waschmittel kostet $45. Generell ist das Leben auf der Insel nicht nur schwierig, sondern auch teuer. Wegen des Klimawandels wird es jedes Jahr wärmer, worunter die traditionelle Lebensweise leidet. Und so manche Inselbewohner, insbesondere die Jugend, beginnt langsam über eine Umsiedlung nachzudenken. Aber dennoch bemerken Reisende, dass die Einheimischen glückliche Menschen sind. Freunde, das war's für heute. Like das Video und abonniert den Kanal. Und bis bald!